Uiuiuiui. Was ist das für Porzellan? Was steht oben drauf? Ach du grüne Neune. Warten. So, der erste Fund ist da. Wo ist er denn? Da. Alex hat eine Mützenkokarde gefunden. Mit Leder dabei. Stoff. Stoff, genau. Ich bürste die auch gleich nochmal. Und das sieht aus, weiß ich nicht, dieses Stoffstück. Mützenstoff. Ja, vielleicht kann jemand das bestimmen. Um was für ein Stück Stoff es sich dabei handelt. Und vor allen Dingen, um was für eine Kokarde. Ist das Zweiter Weltkrieg oder ist das vielleicht eher von der NVA? Ich weiß es nämlich nicht. Da ist ja noch die Aufnahme drin, wo die an der Mütze dran war. Da könnte ja von einem Schiffchen eventuell die Kokarde sein. Mhm. Dass die Mütze hier verjammelt ist. Das finden wir noch raus. Naja, ich will vorne auch noch mal wischen für die Zuschauer. Weil ich habe hier ein Signal direkt daneben. Ja, sieht rund aus. Hier, guck, hier ist die Farbe da drin. Eine rote Kokarde. Ja, die ist richtig schön. Ja. Die musst du dir gut wegpacken ins Coinpad. Ich habe mein Coinpad leider nicht dabei. Ich habe meins mit, du kannst es da rein tun. Ja, ich kann es auch hier in meine Jackentasche reinstecken. Und hier haben wir, was ist das? Naja, es wird ein Stück von der Uhr sein oder so. Nee, es ist irgendeine Art Deckel. Da ist oben ein Griff dran, da sind so Löcher drin. Könnte eine Art Deckel sein. Interessant, den nehme ich auf jeden Fall mit. Hier. Ich habe hier zu meiner Jackentasche drin gesteckt hier. Achso, okay, gut. Ja. Wenn sie da nicht kaputt geht. Nö. Leder? Ja, das musst du auch mitnehmen. Das esse ich jetzt auf. Ich habe jetzt hier irgendwie was Interessantes gefunden. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie eine Tasche mit innen drin, in der Mitte Alu. Außen Leder. Und Lederreste. Und hier in dem Loch ist noch mehr. Da sind noch mehr Lederreste drin. Da ist irgendwas noch drin, was Schönes. Das muss ich rausfinden. Da. Uiuiuiuiuiuiuiui. Hier. Das könnte irgend so ein Riementragegestell gewesen sein. Weil das ist voller Leder. Riesige Lederstücken. Ich habe das ganze Ding ausgegraben und jetzt schaut mal hier. Was da zum Vorschein gekommen ist. Wenn ich das jetzt rausnehme und das ist noch ganz, wäre das schön. Und das ist noch ganz. Uiuiuiui. Was ist das für Porzellan? Was steht oben drauf? Ach du grüne Neune. Warten. Dem irgendwas. Bodenstempel. Da ist kein Bodenstempel. Das ist leider keiner da. Aber das ist eine coole Tasse. Sehr schöne Tasse, die einfach so unter dem Tragegestell war. Da ist noch mehr. Alex hat da hinten auch so ein Loch. Da ist ein tiefes Loch, wo auch tief unten was drin ist, ja. Das ist ja krass. Was haben wir denn hier entdeckt, ey? Hier kommt ohne Ende Leder raus. Also hier haben sie richtig was entsorgt, um was irgendwie total interessant ist. Die Zuschauer seid ja auch der Meinung, dass es interessant werden könnte. Dann schreib es doch mal in die Kommentare. Riesige Lederstücken. Ledermantel. Also die Tasse, das ist schon der Wahnsinn. Da freue ich mich schon drüber. Da steht irgendein Schriftzug drauf und den muss ich noch rausfinden. Was das für ein Porzellankanal aufmachen, wa? Ja, man kann eigentlich gar nicht mit einem Spaten rangehen. Weil man Angst haben muss. Ja, das ist direkt hier oben, wo die Mützenkokarde lag. Ein Meter daneben oder zwei. Das Loch wird immer größer. Kam jetzt ein Haufen Zeug raus. Eine Zange. Und dann habe ich das hier gefunden. Vielleicht wisst ihr, was das ist. Das ist wie so ein L. Aber hier ist was dran. Da war mal eine Schnalle dran, also Leder. Denke ich mal. Vielleicht ist das hiervon, von diesem Tragegestell. Und dann hier noch mehr Zangen. Also 1, 2, 3, 4. 4 Zangen schon und ohne Ende Leder. Ledersammelstelle ist eigentlich da. Da ist noch mehr, richtig viel.
Na gut, ich werde weitermachen. Das ist total tief und geht wahrscheinlich bis zu Alex hinter. Ja. Das ist ein Riesenmüll, und das müssen wir überprüfen. Da können richtig schöne Sachen drin sein. Ja, geht weiter. Es wird immer mehr Lederzeug und es hört nicht auf. Aber da ganz unten, ganz tief unten, haben wir jetzt hier weißes Porzellan. Die Tasse war ja auch ganz. Vielleicht ist das auch ganz. Das werde ich jetzt vorsichtig mit der Hände ausgraben. Das scheint ein Teller zu sein. Also mal gucken, was Sonic jetzt hier macht. Gibt's doch nicht. Wer schießt denn da so? Hier nicht erschossen werden. Nur was anderes hier. Was sagt der Bodenstempel? Nichts. Nichts wie immer, ne? Kantingeschirr von nirgends. Naja, hier ist er so ein bisschen verziert. Goldrand, wie immer. Ja, Goldrandteller. Mal schauen, ob noch mehr drin ist. Nehmen wir mit. Machen wir uns den ganzen Teller draus. Krieg mal da. Da ist was. Oh, da steht was drauf. Da ist ein Bodenstempel drauf, ja. Alter, dann kommt hier noch Porzellan. Das ist doch super schön. Ja, da haben wir hier was zu tun. Super interessant, ey. Das ist nämlich nicht der Metal Detecting Channel, das ist nämlich heute der Porzellan Finding Channel. Wenn man so, so ein Loch hat, ne? Das ist total. Braucht man nicht sonnen gehen. Das ist total interessant. Könnte ja auch mal Tüte dabei rumkommen. Was haben wir hier? Wisst ihr was? Das ist genau die andere Seite. Stimmt. Was steht drauf? Rosenthal, Seib, Bavaria, nee, Germany, sagst du sie. Wahrscheinlich ein Potsdam-Hersteller, der Teller. Dreh mal den Kopf ein bisschen mehr selber bei dir, dass du die. Genau, dass die Lampe nicht drauf ist. Dann haben wir Schatten drauf. Naja, egal. Ja. Kommt noch schön. Uiuiuiuiuiuiui. Das war eine riesen Ausgrabaktion. Hier eine Gitarrenseite. Ist ja auch noch mit dabei. Hier ist die Ausbeute. Jetzt kam noch ein Regenschirmgriff. Diese komischen Gestelle. Eine Milchflasche und ja, so eine Tasse hier. Ja, und halt der kaputte Teller. Da ist das Loch. Ich mache das jetzt wieder zu. Und dann sondeln wir normal weiter und gucken, dass wir vielleicht noch ein paar deutliche flache Signale graben. Der mal zu einer deutschen Uniform gehört hat. Wirklich? Ja, ich schon jetzt vier Stück von Uniform. Da schauen wir doch gleich mal nach. Sind aber alle in der Tasche jetzt hier drin. Naja, zeig doch mal ihn raus. Wer macht's Knopf oder was? Ja. Bist du dir sicher? Guck mal, ich habe erstmal einen Löffel gefunden. Nee. Doch. Du hast hier einen Löffel gefunden? Jo. Hier liegt ja noch richtig interessantes Zeug. Ja. Das ist doch super. Richtig. Hier kommt noch was. Und dann habe ich hier Knöpfe gefunden mit Rifflung. Den habe ich ja schon ein bisschen gebürstet hier. Das sind hier bloß so eine Dings. Mhm. Aber ohne Öse eben war. Gut. Ja. Jetzt mache ich das Loch zu und wir schauen, ob wir hier ein paar schöne flache Signale graben können. Vielleicht kommt ja da was Interessantes. Wie ganz vergessen zu zeigen hier. Aus dem Müllloch kamen ganz viele Zangen raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zangen und eine dicke Salatgabel aus Messing. Da steht was. Alpaka. War wahrscheinlich versilbert oder so. Und ja, was sind das für Zangen? Ich vermute, dass diese Zange hier für die Lederbearbeitung ist. Hier ist noch irgendein Griff von dem Besteck. Ja, die haben hier alles Mögliche hier reingeworfen. Kneifzangen und so. Na gut. Nicht weiter außer ein Haufen Zangen, kannst du dir ja mal angucken. Immer noch hier am Anfang? Immer noch hier am Anfang. Was? Ja. Komm mal her. Ich zeig dir mal, was ich gefunden habe. Ich habe auch schon geilen Scheiß gefunden. Ja? Zeig mal her. Ich habe ganz viele Münzen gefunden. Wirklich? Übelst viele Münzen. Oh. Und ich habe einen Offizierspickel gefunden. Oh, was ist denn das hier? Das ist mein Schnuffischlauch. Da trinkst du mal draus. Genau, das ist aber ein bisschen schmutzig, ne? Ja, das ist immer schmutzig. Guck mal, die Handschuhe an. Ist egal, ne? Das ist wurscht.
macht man mit Spucke sauber, dann ist gut. Nee, ganz viele Münzen. Hier wird es viele Münzen, eine Schnalle. Also das war richtig, das waren super viele. Oh, ein Knopf. Ja, und ich habe noch so ein... Ja, hier so ist ja eigentlich alles voller Signale, wa? Ja. Hier liegt ein also Haufen Zeug rum. Ich habe ja so einen Knopf gefunden, hier mit so, so einer Doppelöse. Das ist vielleicht von der Wehr... Jetzt ist es weg. Von der Wehrmacht. Ja, ist so von der Wehrmacht. Ja, und dann halt hier so ein Offizierspickel. Das erste Abzeichen heute. So in dem Sinne. Ein Rangstern. Genau. So, ja, mit Beden. Den Schnuppis noch dran. Ist doch schön, dass du hier noch was gefunden hast, ey. Guck dir das mal an, was wir da ausgehoben haben. Oh, krass. Und irgendwelche Tragestelle und haufenweise Zangen. Und ich habe hier eine schöne Tasse gefunden. Ja, damit keiner drauf dreht. Aber nicht reiben. Geht ab. Da steht irgendwas mit Deutschland drauf. Die finde ich richtig schön, die nehme ich mit. Die ist auch noch komplett ganz, da ist nichts kaputt. Hier ist die Schrift. Da, siehst du das? Ja. Dem deutschen Volke wahrscheinlich oder irgendwas. Naja. Ey, die ist richtig schön, die nehme ich mit. Die habe ich mir hier gesichert. Ach, ja, das ist so nicht. Die kannst du haben, wenn du willst. Das mache ich jetzt wieder zu, weil das kann ich ja nicht alles mitnehmen. Nee. Königs. Königszelt. Silesia. Okay, nimm mit, wenn du willst. Ja, guck mal. Ja, eine Milchflasche war noch und so eine Gestelle und so. Ja. Ja, ist krass, hier ist echt viel. Müssen wir nochmal herkommen. Richtig viel. Königszelt. Leucht mal hier ruf bitte. Meine Lampe ist schon. Sieht man ja nicht, wa? Ja, so sieht man es einigermaßen. Ist alles zu, das Riesenloch. Komplett wieder zugemacht, Laub rüber gemacht. Das sieht so aus, als wäre nie jemand hier gewesen. Hier. Was, das hast du gefunden? Mhm. Was ist das denn? Das ist eine Lampe. Den Knopf wollte ich jetzt aber noch mal zeigen. Das ist eine Öllampe. Das ist eine Öllampe, ja. Das ist wahrscheinlich das Unterteil davon. Das sitzt wahrscheinlich, würde ich sagen, so aufeinander. Ja. Und dann hast du... Das ist wahrscheinlich die Hänge gewesen oder so, weiß ich nicht. Aber die finde ich ganz geil. Mhm. Weil die halt wirklich auch fest ist, ne? Das ist halt nicht so ein dünnes Blech. Ja, echt ein guter Erhaltungszustand. Zeig mal den Haken vom Koppelschloss. Ja, gut, ihr habt nämlich noch was gefunden. Schnell rauskriegen hier. Zinker. Ach, das sind keine Zinker. Na? Das hier ist Kupfernickel oder so, oder wie das heißt. Das sind die guten, mit den großen Adler. Wo hast denn die gefunden? Ganz viele halt davon gefunden. Alle verstreut, überall verstreut. Lass mal ihn sauber machen. Das müssen wir uns mal genauer angucken. Die sehen nämlich richtig schön aus. Ja, die sehen wirklich richtig schön aus, ja. Das sind keine Zinker. Kupfernickel? Ja, ich weiß nicht mehr, ob das Kupfernickel war oder wie die heißen. War nicht Alubronze. Könnte auch sein. Nee, Alubronze wäre hell. Halt mal fest. Alubronze wäre hell. Oh ja, krass. Ja. Mach mal ein bisschen sauber. Kann man noch mal ein bisschen reiben. Also Silber war da nicht mit bei, aber die sind wirklich richtig gut. Guck mal. Zustand. Guck dir die mal an. Guck mal. Alter. Die werden wieder, die kannst du komplett wieder glitzern. Krass. Das ist richtig guter Zustand. Krass. Da sind etliche gewesen. Wo alle rausgeholt eigentlich da hinten. Das ist ja abgefahren. Ja, der Preußensonder sagt immer, das ist das gute Nazi-Geld. Mhm. Das ist nämlich ein anderes Material. Ja, stimmt. Du kannst gucken, im Internet steht das, was für Material das war. Ich hab das schon wieder vergessen. Mhm. Kupfernickel war das, glaube ich. Kupfernickel? Ich glaube, die sind irgendwie so aus Kupfer und vernickelt. Ich weiß es nicht mehr. Vernickelkupfert. Nickelkupfert. Ach so, die Schnalle hast du jetzt nicht mehr gefunden. Doch, da ist er hier. Das ist das Gegenstück vom Koppelschloss, wo das eingehakt wird. Und das war hier am Leder dran. Dann wurde da das Koppelschloss eingehakt. Ach ja, und diese Teil hier, das ist ein Verschlussdeckel, wahrscheinlich von einer Trinkflasche. Da ist noch so was dran.
Dann war bestimmt hier so ein Haken dran und hat das dann festgehalten, wenn man es abgeschraubt hatte. Aber warum geht das nach innen? Vielleicht war das vom Waffenreinigungsset. Keine Ahnung. Die Kette kommt mir so. Nee, das kann aber nicht sein. Ich denke eher, wenn du das aus der Flasche nimmst, so, dass es dann halt draußen hängt, ja, und du da trinken kannst, dass es nicht abfällt, dass der Verschluss nicht mehr. Ja, na klar, aber warum ist dann die Kette im Wasser drin? Das ist ja doof. Ja, das stimmt eigentlich. Na gut, weiter suchen. Schöner Koppelhaken. Und zwar ein richtig schönes Exemplar. Ja, von der Wehrmacht noch. Ich hab ja so ein Ding von der königlichen preußischen Armee. Genau, die Dinger jetzt auch aus dem Ersten Weltkrieg, dann ist hier vorne eine Krone drauf. Mhm. Leider ist kein Stempel drauf. Das kann sein, dass der hier in der Innenseite irgendwo ist. Ein richtig schöner Fund. Give me. Alex bürstet da irgendwas. Jetzt hast du auch mal wieder einen Fund gemacht. Hallo, liebe Zuschauer, ich habe hier einen, ich würde sagen, Kopplhaken. Mhm. Oh, da steht es aber drauf. Nein, doch. Da steht drauf RGM. Nein. Reichsgebrauchsmuster M5-25 steht drauf. RGM. Reichsgebrauchsmuster. Darf ich mal sehen? Nein, warte. Okay. Ich bürste das jetzt und da steht R. Nein, hier steht RZM drauf. Reichszeugmeisterei steht drauf. Aha, habe ich recht gehabt. RZM, Reichszeugmeisterei M5-25. Wir haben hier einen schönen, wunderbaren Koppelhaken. Reichszeugmeisterei. Reichszeugmeisterei. Na gut. Schön. Mann. Ey, das ist ein schöner Koppelhaken. Und der ist so klein. Den kannst du dir wieder rannähen. Ja. Hier. Ja, zum Beispiel. Wunderbar, freut mich. Mann, danke, lieber Wald. Rum, danke, lieber Wald. Ja, danke dem Wald, danke dem Boden und danke dem Sonnegott. Richtig, dem Sonnegott. Ich habe was sehr Interessantes gefunden. Schrift. Das ist eine Hülse und um dieser Hülse ist diese Schrift rumgewickelt. Man kann leider nicht mehr genau erkennen, was da stand, weil die Hälfte fehlt. Aber dort steht Einides und dann steht da Kinder. Man kann auch das R erkennen. Firm. Ja, und das ist eine Hülse. Abgeschossen. Also wenn ihr wisst, was das ist, was da mal gestanden hat, da steht noch mehr. 39. Ist auf jeden Fall eine altdeutsche Schrift. Ich werde das mal ins Coinpad packen. Das ist noch leer. Vielleicht kann ich das ein bisschen erhalten. So, ich bin immer noch nicht weitergekommen. An der Stelle, wo ich gerade die Koppelhaken gefunden habe, da liegt doch tatsächlich noch ein zweiter Koppelhaken. Da ist er, bitteschön. Jetzt habe ich hier zwei Stück. Freut mich natürlich drüber. Schön erhalten noch. Und wie vorhin auch RZM, Reichszeugmeisterei. Ja, sehr schön. Zwei Koppelhaken. Wunderbar. Stecke ich mir ein, nehme mit. Freut mich drüber. So, ich habe mal die Tasse gesäubert mit Wasser und Taschentücher. Ganz vorsichtig, ohne dass sie weiter zerkratzt. Und jetzt frage ich mich, was da drauf steht. Kann das nicht erkennen. Dem Tja. Also, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Die ist noch komplett ganz, da ist nichts kaputt. Nur ein bisschen angerostet. Kriege ich aber auch noch weg. Die rostigen Stellen. Die packe ich jetzt in meine Mütze ein und dann kommt die in den Rucksack. Wir haben jetzt hier mal die Funde von jedem. Die wollen wir euch mal kurz zeigen. Ich fange mal schnell mit meinen Funden an. Ich habe jetzt auch mehrere von diesen Münzen gefunden, die so richtig schön erhalten sind. Ich bin mir, wie gesagt, nicht mehr sicher, aus was für ein Material die sind. Aber wenn ihr es wisst, könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben. Diese Münze hier hat so ein richtig schönes Tarnmuster entwickelt. Und was das hier ist, weiß ich auch nicht. Irgend so ein Ding.
ein paar Knöpfe. Und hier ist ein schönes Gewicht, wo man sogar die Stempel drauf erkennen kann. Jetzt kann man das sehen. Da sind richtig schöne Stempel drauf. Das ist ein 10 Gramm Gewicht, auch in richtig gutem Zustand. Dann dieses Objekt, wo ich nicht weiß, was das ist, und mehrere Knöpfe. Jetzt die Funde von Rico. Da haben wir... Oh nee. Erstmal, das Highlight ist dieser schöne Koppelhaken. Den habt ihr sicherlich schon gesehen, aber jetzt ist der Stempel zu sehen. So kann man es sehr schön sehen. Steht auch RZM, also Reichszeugmeisterei. Und der würde, ich denke mal, der ist von der Wehrmacht gewesen. Da ist noch ein Rasiererstück und eine Dose. Bad Kissingen Ochsenberger. Ochsenboxberger. Und ein Löffel. Und ja, auch mehrere Knöpfe, Zinker und so was alles. Und dann ist hier noch ein merkwürdiges Objekt, wo wir nicht genau wissen, was das ist. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es in die Kommentare. Ich dachte, das wäre eine Kapsel. Aber das ist ja schwer. Könnte ein Gewicht sein. Gardinengewicht vielleicht. Jetzt gehen wir mal zu Alex einfunden. Was hast du denn da so schön gefunden, Alex? Ich dachte eigentlich, du hattest zwei Koppelhaken. Ja, dachte ich eigentlich auch erst. Ich habe meinen einen verloren und habe den wiedergefunden. Ach so. Ja, der ist mir irgendwie aus der Tasche gehopst. Also mehrere Knöpfe in verschiedenen Größen, die Rüstung aufweisen, dass die mal von der Uniform waren. Hier der Einzige mit Öse. Scheint irgendwas besser zu sein, vielleicht vom Mantel oder so. Weil der hinten so dick ist, weil die anderen sind im Normalfall nicht so dick. Oder von der Ärmelspiegel. Zeig doch mal die Münze, die ist doch schön da oben. Ja, die Münze habe ich hier gefunden. Das war eine 2. 2 Reichspfennig-Münze. Sehr Variante noch ja nicht so gesehen. Dreh mal um. Von 1924. Ach, doch, die kenne ich, na klar, die kennen wir doch alle. Ja. 1924, ja, und die Koppelhaken und ein Löffel und ein paar Knöpfe. Ja, hier liegt viel rum. Ja, sehr schön. Das ist ein sehr schönes Stück. Und hier liegt noch richtig viel rum. Wir machen hier auf jeden Fall weiter. Mein Anfangsfund? Nee, das doch. Zeigen wir nicht nochmal. Die Mützenkokarde. Na gut. Damit hat er alles angefangen hier. Ja. Als wir die entdeckt haben, da wussten wir, hier liegt noch was. Aber was sehr Interessantes gefunden. Wollte ich schon immer mal finden. Bin mir nicht ganz sicher, ob es so was ist. Aber eigentlich schon. Willst du mal kurz filmen? Kann ich mal machen, ja. Leider kaputt. Ja, da war der Deckel dann dran.